Gut, ich habe zwar schnell die Möglichkeit, sie auch wieder einzuholen, aber das trotzdem, also ich muss später darauf achten, dass ich nicht diesen äußeren Kreis wieder anfahre. Nein. So. Heute ist das eine reine Turniersession, denke ich mal. Wir haben ja ein paar Turniere, die wir heute fahren müssen. Das erste Turnier haben wir bald durch. So, Runde 1. Die letzte Runde. Und diesmal bitte mal aufpassen, wie ich gleich fahre. Damit dieses Problem nicht gleich wieder auftritt. So. Jetzt bin ich mal richtig gefahren. So, irgendwie komme ich dann doch recht schnell die Strecke lang. Dann ist das eben. Dann ist die Strecke in diese Richtung angenehmer. Aber ja, nicht mehr ganz im Kopf gehabt, irgendwie. So, wir müssen jetzt gleich durch sein. Wenn ich mich nicht... Ah! Hups. Ja, wie war das? Ich wollte, glaube ich, die Leute nochmal ranholen, ne? Ah, hab ich geschafft. Ja, der Orangenschnitt kommt ganz schön nah. So, damit bin ich gesiegt, genau. Dir wird der Goldpokal verliehen. Bin ich Sieger, wollte ich gerade sagen. Damit haben wir Turnier Nummer Uno durch. Turnier Nummer 1. Wir haben noch ein paar Turnierchens hier. Machen wir mal das hier. Wähle einen der BMWs aus und stürze dich in ein Turnier auf den alpinen Strecken. Okay. Was haben wir denn da für BMWs? Den Z8, den M5. Wir nehmen den schnieken schönen M5. In dieser Farbe. Ich weiß noch nicht. Leider stand jetzt nicht dran. Oder ich habe es irgendwie übersehen, wie viele Strecken ich fahren muss. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Aber ich glaube, wir haben noch mit dem noch ein Turnier vor uns oder und so. Komm her, du hast eine M-Power drauf, komm. Was zum Henker? Ich hab zwar M-Power drauf, aber werde von der KI gedreht. Oder ausgebremst. Mm.
hier ist die alpine Strecke, okay. Also ich bremse aus wie sonst noch was und er kommt nicht um die Kurven. Wir fahren mal diesmal nicht allein. So. Der Wagen ist etwas schneller unterwegs, auch wenn er mit knapp 170 geht er in den fünften oder so? Ich glaube ja. Oder? Ist halt schnell im Begrenzer drin wieder. Und er hat ein bisschen mehr. Wow. Handling drauf. Ich eigentlich heute nur über die Handlings und die Geschwindigkeit der Wagen rede, verstehe ich gerade auch nicht. Ja. Gib doch Gas, du hast Power. Mit 174, okay. Das ist die letzte Runde. Schön. So. Naja, die anderen Kurven sind da einfacher verlaufen. Nein. Mein Gott, was ich hier aber auch manchmal für Müll zusammenfahre, ist ein Witz. Muss ich ja echt mal sagen. Ja, weil ich kurz zur Facecam was geschaut habe. Wow. Hä? Vorsichtig einmal. An dieser Stelle bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ha! Na komm, fahr einmal komplett, danke. Gib Gas! Krass, ab wann er dann meint, in dieser Spur bleiben zu wollen. So, wir sind auch hier jetzt. Durch. Und ich weiß noch nicht genau, wie viele Strecken wir vor uns eigentlich haben. 3.
So, mal gucken, wie du dich jetzt schlägst. Du BMW Z8. Und, wurde ich noch mehrmals angeschrieben? Nö, aber irgendwas auf YouTube. Vielleicht ist irgendein Video online gegangen oder so. Seitdem ich endlich dran, schlauerweise dran denke, in Discord den Streamer-Modus anzumachen, hat man ja Gott sei Dank kein Discord-Geräusch mehr. Aber wer weiß, wie oft ich dieses noch vergessen werde. Mich würde es nicht wundern, wenn das nicht noch öfter passieren wird. Aber mal gucken. Egal. So, fahren wir die jetzt andersrum oder wie fahren wir die jetzt? Ich glaube, die fahren wir gerade jetzt andersrum. Jedenfalls sieht das hier gerade danach aus. Gut, die haben es damals ja recht einfach gemacht, die Strecken immer neu, immer wieder zu bringen, zu spiegeln und so. Also die haben es sich damals mit Strecken recht easy gemacht. Das gebe ich ja gerne zu. Und hier gleichen sie sich ja sehr stark. Noch zwei Runden, okay. Gut gegangen. Okay, die Abkürzung hat mir jetzt nicht so vieles gebracht, möchte ich mal sagen. Weil ich ein 360 gemacht habe, leider. Ungewollt dabei. Dies ist die letzte Runde. Warum auch immer der Wagen meinte, ein 360 machen zu müssen. Vorsichtig fahren. Der geht ja noch schneller in den fünften. Das heißt noch schneller, 2 km/h weniger. Aber trotzdem. Entschuldige. Wie gesagt, 100%ig. Entschuldigung, also 100%ig bin ich immer noch nicht ganz über dem Damm. Einfach, dass ich heute eine lange Aufnahmesession machen will. Bin ich so gespannt, ob ich dann nachher meine Stimme komplett in den Keller werfen darf. Oder ob ich mir und dann noch dazu noch eine neue kaufen darf. Oder wie das dann auch aussieht. Das weiß ich noch nicht. Und dieses Schild ist weg. So. Ein Rennen haben wir jetzt noch genau vor uns und dann haben wir auch dieses Turnier auch schon wieder durch. Wir sind so gut. Ja. Wir sind ein bisschen gut im Zeitpunkt, weil wir 2x12 hier drin haben. Aber das ist mir Schnurz. Wir fahren jetzt im letzten Rennen einen schwarzen BMW M5. So sieht's aus! Und das macht Spaß! Scheiße! Hashtag, ich bin bescheuert. Kann man sagen. Ich werde jetzt schon verrückt und dann nehme ich gerade mal erst 35 Minuten also auf. Und frage mir, danke. Und zack. 3, 2, 1, los! Hup nicht da hinten. Ich habe hier auch eine Hupe. Eigentlich.
Okay. Also eigentlich hätte ich auch eine Hupe, warum auch immer diese Hupe nicht funktioniert hat, aber er hatte gerade, dass er eine andere Hupe war. Warum jetzt gerade das Gummi schon, weiß ich auch nicht. Nein. Steven, halt einfach mal die Klappe und fahr einfach mal in Ruhe dieses Rennen. Wisst ihr, was ich mal wieder machen könnte? Das habe ich ja... Shit! Schon mal in einem Rennen gemacht. Ich habe irgendwann meine Klappe gehalten, weil später in der Bearbeitung diese Spur lauter gezogen einfach mal. Vielleicht mache ich das wieder mal. Einfach mal schön dem Motorengeräusch folgen. Macht ja Laune. Aber wir fahren das hier jetzt erstmal. So! Hör auf, dich um deine eigene Achse dann dabei zu drehen. Danke. Und fahr doch mal nicht wie ein LKW. Ich will nicht jetzt noch das letzte Rennen vergeigen. Wir sind noch sehr gut heute in der Aufruf. Bis zum Fick ist denn jetzt los hier? Also diese Strecke hier verursacht mir scheinbar Probleme bezüglich des Fahrens. Das war vorhin schon so. Das ist jetzt schon wieder so. Das ist ein Hammer. Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, bis mir dieses schöne kleine Problemchen aufgetreten ist. Wir sind verdammt nochmal gut in der Aufnahmezeit. Wir haben jetzt gleich erst 40 Minuten insgesamt aufgenommen. Und ich habe da schon das zweite Turnier durch. Und ich aber, ich muss dazu sagen, ich weiß noch nicht genau, wann hier das Ende dieser verfluchten Strecke auftaucht. Wow. Ja, so viel Abstand kriege ich jetzt aber auch nicht hin. Da ist das Ende. Ja. Glückwunsch, du hast die Goldtrophäe gewonnen. Ja, ich habe die Goldtrophäe. Habe die Goldtrophäe. So, wir haben jetzt noch zwei Turniere vor uns. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt mit dem fahre, fangen wir natürlich mit Meisterschaftsturnier 2. Für dieses zweite Meisterschaftsturnier steht dir eine große Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung. In 4 Rennen werden deine Fahrkünste auf die Probe gestellt. In Entwertung musst du mindestens Dingens werden. Wir fahren gegen Leutchens. Ich glaube, ich nehme mal den CLS in Blau. Solltest du auch mal das Rennen nehmen? Okay. Heute ist nur Turnier-Session. Wow. Knack, knack, au. Das Witzige ist, das habe ich gerade schon gesehen. Wir fahren ja jetzt Meisterschaft Turnier 2. Dann 3. Und ich glaube, wenn ich 3 durch habe, kriegen wir das nächste Turnier. Das heißt, wir fahren heute echt nur noch Turniere. Oder was? Ich meine, die Turniere müssen auch mal gefahren werden. Ist halt eben so. Es kann zwar auch eintönig werden die ganze Zeit, nur... Aber wir müssen...
es halt machen. Das hier verwundert mich gerade ein kleines bisschen. Ah, danke. Ah! Da war die Abkürzung, die ich nicht genommen habe. Ah. Hör auf, mich wegzubremsen. Ja, ich habe gesehen, wie du gebremst hast. Ja, ja, schöne Hupe. Okay, den Wagen nehme ich dann im nächsten Rennen nicht mehr. Weil irgendwie ist der Wagen zu langsam. What the fuck? What the fuck? Nun komm! Ja, pf, ich will überholen und baue Unfälle, oder was? Ich... was? Dieses Problem hatte ich beim Hot-Pursuit-Modus schon mal gehabt. Liegt das wieder am Wagen? Ey, liegt das wieder am Wagen? Geh mal wieder auf die Straße, danke. Dabei hat er einen schönen AMG-Motor. Was soll das denn? Hör auf! Hör! Ich will überholen. Okay. Mercedes AMG ist scheiße, scheinbar für dieses Rennen hier.